Textlog. Wo muss ich lang? Da, okay. Kinder spielen verrückt. Lehrerbericht, drittes Semester 381-3. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihre verstorbene Großmutter oder so. Der Fug! Warum? Egal. Großmutter. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den Stillstuhl geschickt als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semester stetig gesunken ist. Walter Blake, Bildungsdozent für die dritte Klasse. Warum spielen die denn verrückt? Oh, was denn? Daily Schedule, Class Activity. Recess, Snack, COC, Gravity, Activity, Reading, Lunch, Quiet Time, Mathematics, Music. Das geht auch gar nicht so schlecht. Was haben die denn? Was haben die denn für Probleme? Was ist das denn? Schema? Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob wir uns in diesen Teilen Flammenwerfer holen sollten, aber ich bin eigentlich stark dafür. Der kleine Pyromane in mir schreit regelrecht danach. Er schreit, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich, aber bitte nimm mich hart. Also, ja, nee, das klang jetzt falsch. Hallo, das war's. Mein Knoten. Immer noch? Hast du Angst, du schneidest dir die Pulse an den Auf, wenn du mir zuhörst? Ich höre mir das nicht an. Sonst kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Genau. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Ja, eine Halluzination. Hier, nimm meinen Ball. Wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du musst nie wieder auf dein Herz hören. Boah, ey. Fick die Hände. Aber langsam wird's krass. Oh nein, ich kann das nicht drehen. Fuck, das Auto hat zu Flügel. Es ist mir egal. Jerry Show. Okay, egal. Aufzug nehmen, irgendwo hinfahren. Bus. Schön und flauschig. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, er kennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Strauss. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich trau ihm nicht. Nein. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Der ist nicht durch. Der ist nur durch. Er ist durch wie ein Lurch. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Ja. Ach, okay, mach ruhig. Ich bin ja... Nee, eigentlich... Ach, scheiß drauf. Nachladen? Nee. Irgendwie... Was haben wir denn eigentlich so dabei? Von allem und zwar wenig. Das ist... Ja, gut, wenig ist... 75 ist noch gut. Da sind wir auch gut dabei eigentlich. Warum? Danke. Hey, jetzt ist es okay. Nee, ich nehme jetzt das. Bewusst. Spacebot. Ja toll, habe ich den. Ja, cool. Jetzt habe ich... Na, lass ihn los, bitte. Du musst ihn nicht an dem Händchen nehmen und mitnehmen. Alter, nee, das ist ja nicht wahr. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Isaac, guck mal. Wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, hey. Das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin, Klasse 4. Und Sie? Mechaniker.
Ein Nerd. War klar. Ja, ich bin ein cooler Boy. Scheiße. Es ist dunkel. Ach. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Cross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekauft. Sie können noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, dass Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Was? Was? Bringt das was? Nee. Nee. Oder? Nee. Nee, glaube nicht. Oh! Benutzen wir! Was? Oh, ich will die Eierleiter. Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tideman den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tideman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Straws, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Stross muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Stross im Auge. Jo. Dann lass uns mal Öko werden. Und die Solarpaneele abwerfen, bevor wir hier alle drauf gehen. Shop wäre eigentlich übrigens auch nicht schlecht. Nur um das mal gesagt zu haben. Ja, genau. Das. Genau, deswegen. Ich habe nämlich absolut keinen Platz mehr für irgendwas. Aufzug? Nee. Was ist das? Ich glaube, das war schmerzhaft. Oh ne, die Dinger schon wieder. Nee. Die Tomaten. Das kommt doch mal. Dafür, dass wir uns im letzten Teil so abgemüht haben. Finde ich eigentlich richtig? Ja, es gibt ja nur den einen Weg. Halbleiter aus Gold. Kann ich was da lassen? Ja, nee. Flammenwerferschimmer möchte ich gern behalten. Ach Mann, ey, das ist. Ah, ich kann es benutzen. Ja, bitte. So muss es sein. Toll, danke. Zum Solaranlage. Aufzug. Warnung. Solaranlage ist offline. Das ist auch genau. Oh, was ist das? 73 Grad Fahrenheit, würde ich mal sagen. Schwerkraft 9,78033. Was auch immer das heißt. 9,7. Ah, 9,7 ist die normale Schwerkraft Fallgeschwindigkeit, glaube ich. Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten.
Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Ja, ja, das Cross, du. Völlig durch. Verplant, verpeilt, genau wie wir. Shopping! Geh nicht so, störst du mich! Und du auch. Vollidioten, ey. Kann man nicht mal in Ruhe hier shoppen gehen? Aber jetzt. Shopping! Jo, dann verkaufen wir erstmal diese. Nein, verkaufen. Verkaufen wir erstmal den Goldhalbleiter. Bringt uns 3000 ein. Den Rubinhalbleiter nochmal 10.000. 25, 75. Okay, das heißt, wir kaufen uns erstmal 2 Energieknoten. 3. 1, 2. 3 davon. Okay, das reicht. Wir wollen ja auch nicht unbedingt so mit dem Geld herumschmeißen. Und hier drüben ist ja ein Badge. Dann ist wie viel Knoten? 7? Wen ein Objekt drücken er um die Erde. Ach cool. Das geht auch. Tempo. Sekundärangriff. Eigentlich ist der Sekundärangriff gar nicht so schlecht bei der Waffe. Moment, ich könnte mal meinen Rig upgraden. Und das wären 2 Punkte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind nur 5. 6 und 1 übrig. Ja, das sieht gut aus. Kapazität. Schaden. Nachladen. At Rick. Waffenpunkte. Die Harpune einmal auf Tempo oder nachladen? Nachladen. Nicht. Ah, das ist doch so geil. Ein kleines Baby. Wird immer besser. Und immer besser. Und wir speichern. Jupp. Oh, das ist ein Anzug. Das ist aber nicht so schick wie meiner. Wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Voll. Seine Schädeldecke ist offen. Warum tropft es hier eigentlich überall? Der Docking Pod befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Docking Pod? Solaranlage. Ellie, ich habe hier ein Problem. Im Aufzug steckt in der Schatten. Scheinbar befindet sich der Docking Pod, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Draußen? Wie draußen? Aufgabe hinzugefügt. Dann gucken wir uns das doch auch mal an. Energie führt zum Transitknoten wiederherstellen. Teitmann hat den Transitknoten den Saft abgedreht. Die Lebenshaltungssysteme sollten nur noch ein paar Stunden laufen, aber der Transport zum Regierungssektor ist Ballast, bis die Systeme wieder laufen. Ich muss die Energiezufuhr wiederherstellen, und zwar schnell. Hier zur Basisstation der Solaranlage. Da befinden wir uns gerade. Klemme den Anzug wieder an. Alles klar. Nein, Daniel, falsch. Kein Escape. Betreten der Schwerelosigkeit. Schieße auf die roten Spitze, um Objekte zu bewegen. Der Fug. Ja. Da drauf schießen. Nice! Sache. Alles klar, wir müssen noch ganz unten. Oh, was das denn? Muss ich das bewegen? Ich glaube schon. Oder kann ich das rausschneiden? Nee. Okay.
das? Harpune? Noch was? Das? Keine Ahnung. Das noch. Was? Ripperkleben. Ja, ist egal. Brauche nicht. Mag ich nicht. So, was ist dann eigentlich das da für Zeug? Geht nicht. Okay. Da unten sind so... Oh, da ist noch was. Es lohnt sich doch immer zu gucken. Ganz fair. Ganz fair. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Das macht Strauss. Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Scheiß hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Erde. Jo. Und einmal lande. Auch nicht schlecht. Das heißt, ich komme jetzt nach oben. Heißt das das? Warte.